Nee, es war Wahnsinn. Also, es war, da haben wir gegen Italien gespielt und es war in Istanbul. Klingt schon so geil. Es ist schon absolut Killer, ja. Es war eine U17, genau. Das war in dem ersten Jahr sozusagen, wo ich bei der Nationalmannschaft war. Da haben wir gegen Italien gespielt, in Istanbul, sprich Heimspiel für uns. Das war das erste Heimspiel für mich, was ich in der Türkei bestritten habe. Und Weil du ja hier warst normalerweise, ja. ja, weil ich hier war, aber halt auch, weil die anderen Länderspiele immer woanders Ach waren. krass, Also okay. wir waren einmal in Amerika, da hatten wir so ein Turnier, da haben wir gegen drei Nationen gespielt. Dann kam, glaube ich, das Turnier in der, nicht das Turnier, die Spiele gegen Italien in der Türkei. Und dann war schon U18, dann waren wir zum Beispiel in Tschechien, in Russland. Also das Spiel in der Türkei gegen Italien. Ah ne, wir haben noch einmal gegen Rumänien gespielt. Stimmt, das war auch noch. Aber ich habe nur zwei Länderspiele in der Türkei gemacht. Von diesen 11. Und das eine war halt gegen Italien. Und da war natürlich ganz Familie mit da, ne? Also Oma, Opa, beide Onkels, Cousinen. Mein Vater ist sogar aus Deutschland dahin geflogen und so. Also es war brutal. Und wir hatten sogar lustigerweise drei Spieler, die gebürtige Berliner sind, in der Startelf bei dem Spiel. Also es war wirklich krass. Und dann haben wir gespielt und boah, wie war denn das Tor nochmal? Da habe ich links außen, da habe ich offensiv gespielt, links außen. Und da kam ein Ball von unserem Rechtsaußen, der ist so in die Mitte gedribbelt. Und ich war so 20 Meter vom Tor, so halb links, also halblinke Position. Da, wo so der 16er ungefähr, dieser Kreis ungefähr ist, aber noch ein bisschen weiter dahinter, so links davon. Und der spielt mich so an und ich nehme den Ball halt mit dem ersten Kontakt so nach vorne mit. Und mein Gegenspieler rutscht in dem gleichen Moment weg. Und ich dachte mir jetzt so, okay, freie Schussbahn, Ging die Tür auf, ja. probier es einfach mal. Geschossen und der Ball dreht sich so perfekt aus der Mitte. So nach oben links in den Winkel. Einmal gegen die Latte und Unterlatte, Boden und dann oben ans Netz noch. Dass du siehst, er ist drin. Dass du Du genau wusstest, siehst, er okay, ist also kein drin. Wembley-Tor, sondern du Ja. wusstest, okay, der Ball ist 100% drin. Ja. Und das war ohne Witz, so wenn ich dran denke, dann kriegt man schon wieder so dieses Kribbeln, weißt du? Weil das halt unbeschreiblich war, so. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie zum Beispiel so Spieler fühlen, die, keine Ahnung, bei einer WM so eine Tore schießen. Ne? Das ist natürlich noch was ganz anderes. Aber es war in dem Zeitpunkt einfach so ein Gänsehautmoment für mich, weil ich auch wusste, meine ganze Familie ist da im Stadion. Du machst hier gerade das 1-0. Auch wenn es am Ende des Tages nur für die U17 ist. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen, so wenn man das große Bild betrachtet. Aber in dem Moment war es halt für dich das Größte, was du in dem Moment erreichen kannst. War das bis dahin auch dein Karriere-Highlight so? Wenn wir jetzt mal bis zu Bis einem, dahin? ja, bis Ja, dahin? definitiv. Ja. Definitiv. Das war für mich so, wow, richtig krass. Ja, also ich weiß nicht, was. Also, es war ein überragendes Gefühl und dann halt auch leider das Spiel nicht gewonnen. Also, wir haben dann noch das 1-1 kassiert, aber es war schon echt unbeschreiblich, so das Gefühl dann noch. War schon Geil, krass. oh krass. Aber ich fühle mit, weil wir haben noch, Glaube ich, glaube ich, noch nie so konkret drüber gesprochen. nee, haben wir tatsächlich nicht, ne? Dann irgendwann hat sich aber die Frage gestellt, die sich ja dann vielen stellt: Jo, gehe ich komplett aufs Ganze oder halt nicht? Und dann hat sich das Leben überlegt: Nee, du musst nach Leipzig, weil da lernst du den Patrick Fritsche kennen, das ist das Erste. Das ist das Wichtigste Das von Wichtigste, allen. das wird dir Long-Term am meisten bringen, wahrscheinlich. Und du bist dann, also es hat ja perfekt gepasst. Du bist dann zu RB Leipzig gekommen Genau. und in die U19 gewechselt und hast parallel dann angefangen, eben auch gleich, oder beziehungsweise wusstest halt, yo, ich kann hier halt auch studieren in Leipzig. Genau. Also vielleicht nochmal, um die Hertha, um das Kapitel abzuschließen. Ich war da genau 3 Jahre, also von der U16 bis zur U19, also das jüngere Jahrgang U19 war ich da noch. Und dann hat man sich halt, dann irgendwie auseinander gelebt sozusagen, ne? Die hatten halt andere Interessen. Ich hatte bis dahin echt oft gespielt, außer halt in diesem U19-Jahr.
Auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Das ist, wie gesagt, keine Ausreden oder so, aber ich hatte echt viel mit Verletzungen. Und das Gute aber war für mich auch, dass ich so mental gesagt habe, okay, ich muss raus aus Berlin. Das war für mich schon vor der Saison auch klar, weil ich wusste, okay, der Vertrag gilt nur noch für diese Saison, für das U19-Jahr, plus ich mache in diesem Jahr mein Abi fertig. Sprich, jetzt ist eigentlich so der perfekte Zeitpunkt, dann so den Schritt rauszuwagen von zu Hause weg, ne? Hotel Mama. Ist ja alles schön und gut, aber ich wusste, okay, ich wachse gerade nicht. So, Persönlich nicht, genau, ja. persönlich nicht und halt auch als Fußballer nicht, weil ich gemerkt habe, okay, Berlin ist für junge Spieler ein hartes Pflaster. Nicht, weil es krass ist, sich durchzusetzen, klar, das kommt auch dazu, aber weil du halt viel, dann, wenn du so in ein gewisses Alter reinkommst, wo du dann auch viel, ja, Ablenkungsmöglichkeiten hast, die du vielleicht in der einen oder anderen Stadt in Deutschland nicht hast. Und deswegen war es mir halt wichtig, zu sagen, okay, ich setze tatsächlich, wie du gesagt hast, alles auf Fußball. Mein Abi dann fertig gemacht, bin dann in die U19 als älterer Spieler dann gegangen. Ne? Hab dann in dem Jahr dann viele Spiele gemacht, eigentlich alle Spiele gemacht. Und wusste aber auch, okay, Leipzig hat eine Uni und wenn du willst, kann man da halt auch anfangen zu studieren. Ja, ich habe ja nicht umsonst mein Abi gemacht. Das hatte ja schon Sinn und Zweck, dass ich dann vielleicht auch mit dem Gedanken spiele, dann zu studieren. Ja gut, ich meine, das ist ja auch gut, ne? Ich meine, man kann sich immer noch so, ja, Fußball alles auf eine Karte, aber bei Genau. mir hat auch immer Schule passen müssen und das war Ja, klar. Und dann natürlich, ja, die Möglichkeit dann auch zu nutzen und das machen ja auch heute trotzdem auch viele, die es noch nicht müssten. Also auch viele Erst-, Zweit- und Drittligisten, genau. die studieren. Stefan Tigges zum Beispiel auch, ja, als Erstligastürmer und Erstligaprofi, der gerade Mathe-Klausuren paukt und drum und dran. Also die sind alle am Start und die viele davon. Ja. So parallel schon dazu. Was ja auch richtig ist, finde ich. Also, ja. Genau, ich glaube, da spalten sich die Meinungen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich bin auch der Meinung, dass man sich nicht nur auf Fußball, weil ich habe auch in dem einen Jahr, wo ich dann halt in der U19 bei RB halt nichts mehr mit schulischen Aktivitäten zu tun hatte, habe ich halt einfach gemerkt, okay, du bist einfach mental zu sehr abhängig von deiner Leistung. Also, wenn du gut spielst, bist du viel wert. Wenn du schlecht spielst, was hast du denn jetzt eigentlich noch? Nichts. So, Auch für dich so denkst du selbst. halt in dem Moment, klar, So weil denkst du über dich so denkst selbst. du über dich selbst, so war es zumindest bei mir, weil ich gesagt habe, okay, ey, weißt du was? Du hast jetzt ein Jahr Pause oder machst jetzt gerade ein Jahr Pause, bildest dich in dem Sinne nicht weiter, ne? Machst Und nichts für genau, hier, ja. machst nichts für da, hast keine richtigen Ausgleich, sondern hast nur das. Und das ist, glaube ich, immer fatal zu sagen, man ist zu, wenn du, also keine Frage, wenn du mental so stark bist, dass du sagst, weißt du was, ich schaff's 100, egal was, ob ich heute schlecht spiele, gut spiele, scheiße, ich schaff's so oder so. Aber diese mentale Stärke hast du normalerweise in dem Alter nicht. Zumindest bei mir war es Also so. die paar Talente eben, die dann wieder, Genau, wie die wir sich es dann halt vorhin komplett hatten. absetzen, genau, die Ja, sich dann halt ja, komplett ja. hatten. Ich glaube, da werden wir auch noch dazu kommen. Bei mir war es halt nicht so. Ich wusste halt, okay, ich bin am Ende des Tages kein Spieler, der in einem Spiel dreimal trifft, das Woche für Woche. Ich bin kein Spieler, der weiß, er unterschreibt nächstes Jahr einen Profivertrag, sondern ich wusste, ich muss hart arbeiten, Woche für Woche. Und wenn die Leistung halt nicht gepasst hat, so ist es halt nun mal. Der Mensch macht Fehler am Ende des Tages. Und das ist auch gut so, weil aus Fehlern lernt man. Und das war mir aber in dem Moment nicht bewusst. Ich dachte mir so, weißt du was, schlecht gespielt, so. Boah, wie soll das jetzt weitergehen, so, ne? Auch wenn es vielleicht kein gesunder Gedankengang war. Für mich war aber wichtig, dass ich sage, ich will wirklich dieses eine Jahr mich mal komplett nur auf Fußball gucken, wie es dann ist, auch dann außerhalb vom Fußball. Fühlt man sich dann, das ist ja auch was so ein bisschen, wir haben vorhin ein bisschen drüber gelacht, ne, dieses Klischeehafte, oh, ne, das wurde mir auch so oft entgegengebracht, ah, date keine Fußballer und so, ach, Party ist Fußballer, bla 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 bla. Dann hast du natürlich auch gewisse Namen im Kopf oder auch vielleicht Gesichter im Kopf, wo du denkst, wenn du zum Beispiel jetzt in meinem Fall durch die Leipziger Clubs gezogen bist, du wusstest, ah ja, hier RB, das sind U19, U23 Jungs und drum und dran, die sich schon fühlen, wie als hätten sie es geschafft. Wo ich, um Gottes Willen, ich will nicht wissen, wie ich gewesen wäre.
hätte ich nur ein Jahr U19 gespielt irgendwo, U19 Bundesliga, wirklich nicht. Also ich okay. bin, deswegen, ich wäre, glaube ich, selbst wirklich sehr abgedriftet. Mhm. Hat man dann schon das Gefühl, yo, ich bin jetzt in der U19 von RB Leipzig, ich bin schon dicker Fisch oder gerade auch mit dem, vielleicht ein spannendes Thema, du musst jetzt keine, ich würde mich freuen, wenn du es machst, du musst natürlich nicht sagen, aber ich meine, da steckt ja auch schon monetär ein bisschen was anderes dahinter an der U19. Ja. Also was genau willst du jetzt wissen? Na, am allerliebsten, schön, das ist so ein riesiges Presse, wir machen mal die Frage. Ja, wir haben gut gespielt und konzentrieren uns von Spiel zu Spiel und ja, gut gemacht. Und nein, also hast du dann, wenn du sagst, du hast dich in dem Jahr schon extrem drauf konzentriert, dich auch schon so wie ein Profi gefühlt so oder nicht? Ich glaube, bei mir würde dieser Gedanke tatsächlich auch nie kommen, so richtig. Also selbst wenn ich's... Ich meine, du bist ja Profifußballer, also du hast ja dann jahrelang dritte Liga gespielt. Genau. Also bei mir kam der Gedanke eigentlich nie, dass ich sage, ey, du bist jetzt irgendwie was Besseres oder du musst jetzt was rausnehmen, weil du irgendwie, keine Ahnung, in der dritten Liga oder wie auch immer gespielt hast, sondern für mich war halt immer an erster Stelle der Mensch. So klar, was du beruflich erreichst, ob du jetzt, keine Ahnung, Maler, Lackierer bist oder Profifußballer, am Ende des Tages machst du deinen Job. Klar, du bist ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, halt, der Öffentlichkeit als vielleicht der ein oder andere, aber ich glaube, wenn das dich verändert, dann, also für mich wäre das nie nicht richtig gewesen. So, das habe ich halt auch immer von meinen Eltern oder vom Elternhaus so mitbekommen, die halt immer gesagt haben, an erster Stelle steht immer der Mensch. So, weil am Ende des Tages erinnert man sich nicht an das, was du fußballerisch erreicht hast, sondern wie du als Mensch warst. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, hier an der Stelle zu sagen, dass, keine Ahnung, vielleicht anstrebende Spieler, die gerade dabei sind, den Sprung zu schaffen oder eben auch nicht, in der Jugend sind irgendwo. Ich glaube, das ist ein Wert, der wenig vermittelt wird in dem Sport, weil es halt, wie gesagt, sehr viel Ellbogen und denk nur an dich selber und scheiß auf alles andere. Ist auch auf die eine oder andere Weise richtig, weil du klar in dem Sport auch wie so ein Einzelkämpfer bist. Ne? Klar, das ist ein Mannschaftssport, wie du gesagt hast, aber am Ende des Tages kommt es auf dich und deine Leistung an und um deine Karriere. Kann nur einer links außen spielen. Genau, so sieht's aus. Du hast vier Leute im Kader, die es spielen könnten und einer spielt. Du brauchst ja kein Arschloch zu sein, weißt du, wie ich meine? Am Ende des Tages, wenn du ein ehrlicher Arbeiter bist und ich glaube, der Mensch an sich erkennt, wenn er normal denkt ist, wer da ehrlich, wer da falsch ist. Jetzt könnten wir nochmal komplett in eine andere Schiene driften, will ich gar nicht machen, wie gesagt. Aber es war mir halt sehr, sehr wichtig. Ich glaube dir das auch, weil ich dich als Mensch kenne. Aber wie ist denn das jetzt, wenn du von, wie gesagt, ich kenne keine Summen, aber... Also jetzt heutzutage oder das, was ich damals so... Damals. Weil das hat sich ja auch nochmal krass verändert. Damals. Also wenn wir jetzt von der U19 ausgehen, weil das Ding ist natürlich, du siehst auch teilweise natürlich auch die Jungs in entsprechenden Klamotten, wo du weißt, der Hoodie kostet jetzt 700 Euro, die Schuhe kostet jetzt 1000 Euro. Die wohnen im Nachwuchsleistungszentrum, bekommen alles bezahlt. Und das macht es ja nochmal, das ist kein Vorwurf. Es ist null Vorwurf, um Gottes Willen. Weil wenn du jetzt Leute hast, die, also ich weiß zum Beispiel, ich war im Sommer in London und habe da mit jemandem vom FC Chelsea gesprochen. Wo wir halt drüber reden eben, dass die dann halt eben 10.000 bis 20.000 Pfund die Woche verdienen in der U19, was nochmal ein ganz anderer Schlag ist als zu Deutschland natürlich. Das ist schon krass, ja. 10.000 bis 20.000 Pfund die Woche, sagen wir mal 20.000 Euro die Woche mit 19 Jahren, mit 18 Jahren. Das ist halt auch schwer, dann irgendwie auf dem Boden zu bleiben. Wie sollst du es denn machen? Also wie sollst du es denn machen natürlich? Wie war das in deiner Erfahrung? Also du musst jetzt keine genauen Summen nennen, natürlich nicht. Ich will jetzt niemanden gegen die Wand scheißen, aber bei RB, bei Hertha, wie also bei Hertha war es tatsächlich damals so, dass man noch nicht so viel verdient hat. Aber ich kann ja sagen, U16 bis U19 habe ich nicht mehr als 250 Euro verdient. Ja. Also monatlich. Also dieses Aufwand, ja. Genau. Ja. Und klar, so das Erste, wo es dann so vierstellig dann wurde, war halt bei RB dann, ne? In der U19. Wobei man auch sagen muss, das war für damalige Verhältnisse gut, weil du hast ja dann von denen auch vieles gezahlt bekommen, ob es jetzt ein Schlafplatz war in dem Sinne
oder halt auch Essen, Trinken und so. Aber es ist jetzt, wenn man es jetzt nochmal mit der heutigen Zeit vergleicht, ist es gar nichts, weil ich kenne Spieler, die haben vor 2 Jahren noch da gespielt, in der U19, und haben da 4, 5 verdient. Netto, brutto. Brutto. Ja, brutto, immerhin. Ja. Was ja aber trotzdem krass ist, so, weißt du, ich meine? Naja, weil das halt eben auch dein, glaube ich, deine komplette Vorstellung von freier Marktwirtschaft und von Geld verdienen natürlich auch einfach prägt. Und dafür, nochmal, also dafür arbeitest du und du hast deine ganze Kindheit auch dafür geopfert, dann in den meisten Fällen, um das halt dahin zu schaffen. Und ich habe gegen keinen 18-Jährigen was, der 5 Scheine macht im Monat. Überhaupt nicht. Aber natürlich ist es dann umso schwerer, wieder dann runterzukommen davon, Definitiv, ja. wenn du es halt nicht packst. Und deswegen ist, glaube ich, auch halt das Umfeld eines Menschen sehr wichtig. Also, wenn du halt, keine Ahnung, es gibt ja Schicksalsschläge, wo du vielleicht nur mit einem Elternteil aufwächst oder wo deine Eltern komplett dir, was sind falsche Werte, aber Werte mitgeben, die vielleicht jetzt nicht dazu beitragen, dass du halt vernünftig dann wieder, so wie du es gesagt hast, auf den Boden kommst, sondern halt denkst, boah, ich bin der Geilste, ich bin der Macker und ich gehe jetzt für 1.000 € hier essen und ich gehe für 1.000 € da mir eine Jacke holen oder mir, keine Ahnung, Valentino-Schuhe holen oder was weiß ich auch immer. Das ist halt für mich persönlich sind das falsche Werte, weil wenn du in dem Alter nicht lernst, wie du mit Geld umzugehen hast, dann wirst du es später erst recht nicht lernen. Und das war halt wirklich, wo ich sage, ich hatte wirklich so familiär, hatte ich da echt Glück. Die haben immer gesagt, ey, sieh zu, dass du sparst, sieh zu, dass du nicht Geld für Scheiße ausgibst. Man kann sich ja was gönnen, darum geht es ja gar nicht, ne? Darum Aber geht das es nicht. ist. So, wenn du, keine Ahnung, du gewinnst mal ein Spiel, dann lädst du deine Eltern, weil du Prämie gemacht hast, mal ein auf dem Essen oder was weiß ich. Das sind ja alles Sachen, die sind ja normal und die sind auch gut so. So, du musst dich auch irgendwo belohnen. Aber es geht darum, dass du einfach diese unnötigen Ausgaben, die nicht sein müssen. Selbst das, also wie gesagt, gönn dir mal so, ne? Aber wenn das sich häuft und du kannst dann, obwohl du so viel verdienst, dann nicht mehr von leben, ja, dann läuft irgendwas falsch. Ja. Weißt du, ich meine? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du da familiär und in deinem Umfeld einfach die richtigen Personen hast. Du hattest jemanden im Team, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der so viel Schaum vom Mund hatte, damals schon, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es war bemerkenswert. Du hast mit Joshua Kimmich zusammen trainiert und zusammen gespielt, in der U19 von RB. War der schon immer so? Also, ich muss vielleicht kleine Korrektur. Als ich in der U19 war, war er tatsächlich schon bei den Männern. Haben Sie ihn schon komplett Ja, hochgezogen, ne? der war Ja. schon komplett da. Also, wie gesagt, ich bin ja als älterer Jahrgang dahin und er war ja schon 95er. Also, es war sein erstes Männerjahr dann sozusagen. Was sind das dann? 19? 19 Jahre. Und er ist aber, genau, das kommt auch noch dazu. Erst als U19-Spieler hat er schon da gespielt, aber da war ich noch nicht bei RB. Er ist als U19-Spieler dahin, hat aber dann schon bei der ersten gespielt, in der dritten Liga, sind aufgestiegen. Und hat dann in seinem ersten Männerjahr sozusagen zweite Liga gespielt. So. Ich hatte das Glück, dass ich dann natürlich auch als Spieler gekommen bin, der dann eigentlich auch vorgesehen war, dann mit Perspektive Richtung erste Mannschaft. Hatte halt auch die Möglichkeit, viel mit der ersten zu trainieren, Freundschaftsspiele zu machen, Testspiele zu machen in der Saison. Und da war er halt immer natürlich mit dabei. Aber man hat so vom ersten Moment an schon gemerkt, okay, das ist ein Spieler, der ist anders. Und das auf dem Level zu behaupten, ist natürlich auch nochmal was Besonderes, weil du bist dann nicht mehr in der U17, in der U19 oder du bist bei, keine Ahnung, bei, ich will jetzt keinem Verein Ja, aber irgendwie, bei einem bei einer kleineren kleineren Verein, Schublade einfach, genau. ja, klar. Sondern du bist dann in der zweiten Liga bei einem Verein, der für das, was er eigentlich in der Historie vorzuweisen hat, sehr, sehr, sehr viel zahlt, ne? Also wie so eine Art Hoffenheim 2.0 dann. Natürlich auch mit den gleichen Köpfen, ne? Mit Rangnick drum und dran. Und deswegen war es. Mit einer ganz klaren Strategie und mit einem ganz Genau. klaren Plan, wo Die der Verein hin sollte wussten und halt, wo der Verein in ein paar Jahren stehen wird. Das war einfach klar.
Und da halt auf einen Spieler zu setzen und ihm dann auch das dementsprechende Vertrauen, Vertrauen zu geben, in dem Alter, war für mich erstens bemerkenswert, aber also ich dachte mir so, okay, was muss das für ein Spieler sein? Und als ich dann ein paar Mal damit trainierte, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, so, das ist wirklich ein Spieler, wenn der nicht mal mindestens bei, keine Ahnung, Dortmund spielt, dann weiß ich auch nicht mehr. So, weil der hatte ein Talent, du konntest dir nicht vorstellen, bei dem saß jeder Kontakt, bei dem saß jeder Pass, so wie der schon so geredet hat, der wollte jedes Trainingsspiel gewinnen. Ich kann mich noch gut an eine Sache erinnern, da haben wir zum Aufwärmen, ja, musst du dir vorstellen, haben wir zwei Mannschaften gebildet, also auch total random, so, es war egal wer. Eine Steckstange, 5 Meter davor, auch noch Steckstange. So, ein Hütchen, was perfekt halt in die Steckstange reinpasst. Rausnehmen, zur anderen Steckstange, abklatschen und immer so weiter hinher, dass jeder mal läuft, ne? Selbst wenn du da nicht wenn du in seiner Mannschaft warst und du hast nicht 100% gegeben, boah, dann hast du dir was anhören können. Und es wäre halb so beeindruckend gewesen, wenn man nicht weiß, wie alt der Junge ist, in seinem ersten Männerjahr schon so aufzutreten und Spieler, die 30 sind, anzuschreien und so. Das war, also man muss schon sagen, der war positiv verrückt auf eine Art und Weise. Aber das konnte er sich natürlich auch nur erlauben, weil er einfach ein so guter Kicker war. Also ich glaube, wenn der ein bisschen in seiner Art und Weise, wie er spielt, geschwächelt hätte, dann hätten die den sofort abgesägt. So, weil er so impulsiv war. Einfach. Weil er einfach so, er ist halt mit jedem angeeckt. Du musst dir vorstellen, wir hatten ein Trainingsspiel. Keine Ahnung, 5 gegen 5, 6 gegen 6, so 3-4 Mannschaften. Und das Training ging relativ lange. Und dann hat der Trainer irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt entscheidendes Tor. Also letztes Tor entscheidet. Man kennt es, ja. Ja, Klassiker. Wenn es halt zu lange geht, okay, letztes Tor entscheidet. Und lustigerweise habe ich dann den Ball mit der Hand mitgenommen. Es war ziemlich offensichtlich so. Aber ne, konnte Hand nicht mehr wegziehen. Mitgenommen, am Torwart vorbei und habe dann das Tor gemacht. Und jeder hat gesehen, dass Hand war, klar. Aber der Trainer meinte dann, okay, fertig. So. Es war schon spät. Es war relativ spät. Und der hat das nicht eingesehen. Der war halt in der Mannschaft, die dann das Spiel verloren hat. Und der hat das nicht eingesehen und hat dann den Trainer und drum und dran ganzen Staff angeschrien und meinte so, hey, hast du das nicht gesehen? Von wegen, wollt ihr mich hier verarschen? Für was spielen wir hier eigentlich und so? Und die meinten dann alle, ey, jo, entspann dich ein bisschen und so. Ist nur Training. Ja, ist mir scheißegal, ob das Training. Also wirklich, das war Kriegermentalität, ich hab, ja. Also in dem Sinne, weil ich ja das Tor, ich hatte teilweise Angst, dass der mich jetzt gerade gleich angreift, ne? Es war echt Wahnsinn, sowas zu sehen. Aber wie gesagt, das ging halt auch nur, weil er so gut war. Wie ist er so abseits des Platzes gewesen? Habt ihr privat auch mal was zusammen gemacht oder so? Nee, nichts. Also ich war tatsächlich öfter nur mit den Jungs der U19 so unterwegs. Ich habe ihn ein, zwei Mal so in der Stadt gesehen. Klar, sagt man sich dann Hallo und alles. Und ich habe ihn ja auch in der Kabine und so erlebt. Ist halt ein eigentlich relativ entspannter Typ. Also eigentlich so ähnlich wie ich. Bin auch sehr ruhig in dem Sinne, aber wenn es dann halt auf den Platz geht, ist er dann halt komplett anders. Der einzige Unterschied ist, dass er halt eine brutale Qualität hat. Hm. Also er konnte halt auf Knopfdruck war der da und hat keine Fehler mehr gemacht. Du konntest ihn anspielen unter Druck. Du weißt ja, wie es in diesen Turnierformen ist. Du hast halt von allen Seiten Druck und der hat Coltorti, wirst du wahrscheinlich auch noch kennen, klar. Der war damals fast doppelt so alt wie er. Ne? Ja, stimmt. Der war 36 und Kimmich war 19. Also er hätte sein Vater fast sein können. Und der hat den zur Sau gemacht, wenn der den nicht angespielt hat in dieser Form. Obwohl der Druck hinten bekommen hat. Er meinte, scheißegal, wenn ich Fehler mache, ist das mein Problem und so. Und das war einfach so beeindruckend für mich, dass ich gesehen habe, in dem Alter schon so ein Selbstbewusstsein zu haben, zu wissen, okay. Aber auch zu delivern. Natürlich, das ist ja dann der Unterschied. Es gibt viele, die reden. Aber er hat dann auf den Punkt immer geliefert, ob es in den Spielformen war, ob es richtig am Wochenende bei den Spielen war. Und ist dann halt auch zurecht und auch in dem Alter dann zu Bayern gewechselt. Und für mich war, viele haben dann medial dann gesagt, oh, warum holt Bayern Zweitligaspieler? Für mich war klar, spätestens ein, zwei Jahren ist der hier Stammspieler. Spätestens. Und delivered. Ja. Das ist schon krass. Und ist das so, der...
der, also bekannteste vielleicht, aber ist das auch so der talentierteste und beste Fußballer, mit dem du bisher in einem Team auf Platz standest oder halt auch in einem Trainingsspiel oder so, mit dem du bisher gekickt hast? Also jetzt spontan würde ich schon sagen, ja. Du hast ja mal nur mit Quagliarella auf dem Platz gestanden, ne? War das Quagliarella Nee, das war gegen Dings. Udine? Das war Der andere, Di Natale? Di Natale, Di genau. Di Natale, das Natale! war sogar in Ja, Leipzig. eben Das war deswegen. sogar in Leipzig, Da ja. hast Da du haben ja die. Das war ein ein Testspiel, Testspiel genau. gegen Udine Calcio. Genau. Ja, krass, Gegen Alter. Di Natale, ja. Den kannte ich tatsächlich selber gar nicht so krass. Also die FIFA Nee, also ich meine, man kennt den Namen gezockt, natürlich, aber ich hatte jetzt keine oder krassen, weil er war ja was? zwei irgendwie sein letztes Jahr oder so oder sein vorletztes Jahr. Man Ja. kennt natürlich den Namen und verbindet ihn dann natürlich mit italienischem Fußball drum und dran. Aber er war nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel andere Namen, weißt du, wie ich meine? Und dann, mein Vater war natürlich, ne, Ja, klar. normalerweise auch beim Spiel und hat dann gesagt, ey, du hast gegen Di Natale gespielt. Und ich dachte mir so, okay, war der echt so gut damals, ja? Weil gegen uns, klar, man hat gesehen, er hat Qualität, aber Testspiel und war halt am 35 Ende, und leck genau, mich alle am Arsch, war dann so. vorbei. Und dann habe ich mal geguckt, Alter, der hat ja wirklich. Ja, die Das Natale war war echt Baller. nicht so ein schlechter, Der ne? war schon stabil unterwegs. Aber du auch dann später. Du hast dann als einer der wenigen dann, ist dann U19, dann ging es den Sprung weiter in die U23, als es die noch gab. Genau. Und dann weiß ich noch, da haben wir gesprochen. Wir waren aber Da haben wir FIFA uns zocken. ja das erste Mal dann kennengelernt, Genau, da. dann haben wir uns kennengelernt in der Uni und da saß jemand neben mir, der hatte tausendmal mehr Bart als jetzt, ohne Scheiß, ne? Und ich war so wie, Alter, das ist hier so, ist das hier? Wir hatten einen ehemaligen Nürnberg-Coach, Robert Klaus, als Stimmt, das war Fußballdozent. unser Dozent damals. Und ich dachte so, hier ist es irgendwie, keine Ahnung, ist es hier derjenige, der Robert Klaus beurteilt und bewerten muss oder so, weil hier irgendwie, weil Robert ja noch irgendwie, der war ja halt auch Trainer bei der zweiten von der B, bei dir dann. Nee, der war damals noch U17-Trainer. Aber ist der erst hoch in die Ist danach, U23, als als du ich weg weg bin, warst? Okay. ja. Und ich dachte mir so, die Vierer macht so, keine Ahnung, so Coach oder so, weil ich Nein. dachte, du bist 35 plus. Aber war halt einfach nur unrasiert. Und die Haare auf komplett. Ja, Mann. Ja. Das waren wilde Zeiten, Und ne? dann sah, weiß ich noch, dann waren wir unterwegs und haben Pizza geholt, haben uns zum FIFA-Zocken getroffen und dann hast du gesagt, ey. Ist wie so ein Ritual geworden dann, Ja, ne? Jede Woche. genau. Und das wurde gesagt, ey, yo, weil wir ja auch gebohrt haben, ey, Vierer, wo geht's denn jetzt hin? Und RB, geht's weiter und so. Und da kam plötzlich dann nach Aalen. Und da dachte ich schon so, boah, ey, ist ja auch nebenan, ne? Aalen, Baden-Württemberg, aber da haben wir nicht sogar live gesehen. Das stimmt, ja. Ihr Da. habt mein erstes Drittligaspiel Ja. gesehen, was ich in der Startelf war. War ich am Start. Gegen In Erfurt, Erfurt ja. sind wir hingefahren, sind noch ähnlich zu spät gekommen. Drum und dran sind wir zu unserem Bro rübergefahren nach Erfurt von Leipzig Ja, Mann. im Clio. Und genau, und haben dich dann dort zocken sehen. Und dann nach Aalen ging's. Dann kam Jena, ne? Erst auf Laie. Genau. Und dann haben sie sich behalten, weil du hast, man kann es immer so sagen, wie es ist. Das ist ein anderer Peak, sag ich mal, in der Karriere. Mal ein bisschen auch Tempo anzuziehen. Du bist Aufstiegsheld geworden. Du hast Jena in die dritte Liga geschossen wieder. Mitunter. Ja. Es war, glaube ich, auch mit so die schönsten Jahre so in meiner Karriere, so im Bisher? Nachhinein Ja. bisher, genau. Weil die Zeit dann also bei RB war schon sehr, sehr gut. Klar, U19, U23 Also Regio hast du durch immer Stand gespielt, gespielt, genau, hast ja, immer klar. gespielt. Und bist dann halt auch dementsprechend in die dritte Liga zu Aalen, hast dann halt eine nicht so erfreuliche Zeit, wo du weniger gespielt hast. Aber auch Lernprozess gewesen. Ja, das erste Jahr Profifußball, du konntest Genau. dich Profifußballer schimpfen, du hast das Ziel in dem Sinne erreicht, was so viele Leute auch haben, einfach und Kids, ne? Genau. Also Für dich noch nicht, auf dem aber rein Papier vom warst du Papier, dann, genau. genau, warst du Profispieler. Hab's halt in dem so Sinne nicht so gefühlt, weil ich halt auch nichts dazu beigetragen oder sehr wenig dazu beigetragen habe. Und dann kam halt der Schritt nochmal zurück zu Jena in die Regionalliga, die halt sehr, sehr gut dastanden waren. Erster Platz mit Abstand, irgendwie 6 oder 7 Punkte Vorsprung. Haben halt auf der Position einen Langzeitverletzten gehabt.
Und der Trainer kannte mich noch von damals aus der Jugendzeit. Der war auch Trainer in Jena in der Jugend. Hat dann die erste übernommen und hat halt gesagt, so, den nehme ich sofort. Ich muss sagen, ich habe dann halt auf Anhieb dann auch funktioniert, habe mich dann auch gut mit den Jungs verstanden, haben dann auch halt auch dementsprechend, das ist dann halt auch einfacher, ne? Wenn du dann die Siege holst, bist du viel, viel schneller adaptiert, wertgeschätzt auch. Und es lief halt, das halbe Jahr lief halt super, ne? Von Winter dann bis Sommer, sind dann Erster geworden, hatten dann die Aufstiegsspiele gegen Köln, wo uns halt auch keiner was zugetraut hat. Also die hatten halt einen Kader, wenn du die ansiehst, viele Bundesliga gespielt, mindestens mal zweite Liga gespielt. Victoria, ne? Genau, Viktoria, so ein Wunderlich oder Nordbeck oder es waren halt alles Spieler, Golley, also nur um ein paar zu nennen, die halt sehr, sehr gut waren, auch noch in dem Alter, so im perfekten Fußballalter, 27, 28, die halt auch schon seit Jahren versuchen aufzusteigen, ganz anderes Budget hatten als wir. Wir halt, ja, dann in den zwei Spielen, die einfach niedergerungen haben, die waren halt fußballerisch besser als wir, muss man auch dazu sagen. Aber es waren halt nur zwei Spiele und in den zwei Spielen haben wir die halt niedergerungen und halt am Ende des Tages auch zu Recht dann aufgestiegen. Und das war halt so, diese Spiele könnte ich mir heute immer und immer wieder angucken. Vor allem diese letzten 10 Minuten im Rückspiel in Jena, wo die dann das 1-0 machen. Also insgesamt dann ist 3-3 steht so. Wir aber dann mehr Auswärtstore, da gab es ja die Auswärtstorregelung noch. Und wir uns diese letzten 10 Minuten einfach irgendwie durchgezittert haben und uns in jeden Ball reingeschmissen, mit Krämpfen auf dem Boden lagen. Und dann, als endlich abgepfiffen wurde, es war wie so eine Art, wie so eine Befreiung einfach. Es war echt krass, wo dann die ganzen Fans auf dem Rasen und du wusstest nicht mehr, wo links und rechts ist und jeder schlägt dir auf den Rücken und das war echt krass, was wie so in so einem Schwarz-Weiß-Film einfach. So, deswegen würde ich sagen, das war schon so das Highlight dann so auch meiner Karriere bis jetzt. Ja, an die Zeit denke ich echt gerne zurück. Ja, das war ja schön. Waren wir auch im Stadion? Das Ich stimmt, habe sogar ja. noch ein, ich weiß gar nicht mehr. Aber ihr seid dann relativ früh dann gegangen, ne? Nee, 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 nee. Wir Ne? waren nach Essen danach zusammen. Wir waren Essen Stimmt. zusammen. Du hast Wir uns waren die Trikots essen. versorgt. Und man muss Stimmt. dazu mal eins sagen. Ich Stimmt. war noch mal dann gegen einen Ex-Club, gegen Aalen, dritte Liga. Dann, als Warst du da war ich mit in Aalen Jena? alleine da In und da hast du eine Jena. Bude gemacht. Stimmt, da habe ich das Tor gemacht. Und das war dein erstes Drittligator oder so? Ich Ich meine glaube schon. ja. Und ich habe dein erstes Profitor live im Stadion gesehen. Was Mann. nämlich Bros so machen. Die sind nämlich am Gegen Start, Alter. den Ex-Verein, ja, Ja. Mann. Das war. Also, war jetzt keine Zuckerbude, ne? Das war ein Nee, Fuß scheißegal. rein. Aber schon. Torstor. War, ja, da war ich im Stadion. Und ja, das war witzig, weil dann bin ich halt auch durch die Stadt so davor und habe auch einige im Sustos-Trikot gesehen. Echt, ja? Ja, dachte mir halt so, so krass, war es einer meiner besten Freunde halt, ne? Und die haben den halt auf dem Rücken drauf, weil der die halt trotzdem, ich meine, du wurdest ja auch immer so, bist, du hast ja dieses dritte Tor geschossen, oder nicht, ne? Dieses 3. Das 2-1 oder das 3-1? Eins von beiden. Also, du wurdest zumindest überall mit als Aufstiegsheld mit tituliert, wie die Ach, ganze Mannschaft, du ne? meinst bei in Köln Ne, oder genau. gegen Aalen? In Köln. Ne, in Köln habe ich das 2-0 gemacht. Oder so. Und Ja. deswegen, ich glaube, das war noch bei so vielen Leuten präsent und Ja, deswegen das Trikot definitiv. halt, jo. Das war schon krass, das war schon cool. Und dann ja, Ja. war ich da irgendwo bei eurem Italiener auf dem Marktplatz, also da in Jena irgendwo auf dem Marktplatz, irgendwo Ja. noch eine Lasagne in mich reinschaufeln und dann bin ich wieder abgefahren vom Ernst-Abbe-Sportfeld. Ja, krass. Ich würde noch gern, weil ich glaube, die Zeit schreitet fort, über ein anderes Thema sprechen. Jetzt bist du wieder in Berlin. Bei verschiedenen Vereinen, spielst Regionalliga, bist nach wie vor Berufsfußballer. Der Schritt von Jena nach Berlin kam nicht direkt, sondern mit einem großen Umweg, der in allen Sphären, glaube ich, die andere Seite dieses Geschäfts auch zeigt und Ja. einem vor Augen führen kann. Gerade wenn du wieder aus dieser Emotion kommst, dritte Liga Aufstieg, Drittliga Profi Na. und dann knallst du voll rein und bist plötzlich in Istanbul
bei einem Verein, der inzwischen Super League spielt, erste genau. Liga, wo Weltstars wie Andrea Pirlo plötzlich arbeiten dort, wo ja. krasse Stars, also auch ein Verein, der sich nach oben gekauft hat, sage ich mal, extrem viel. Mhm. Aber bei einem Verein, wo extremst viel drunter und drüber läuft, wo das Gehalt nicht kommt, wo ganz viele eklige Sachen passiert sind. Wenn wir rückblickend auf diese Zeit draufschauen, wie bewertest du das rückblickend, diesen Schritt in die Türkei gegangen zu sein? Also ich würde es wieder so zweiseitig betrachten, und zwar einmal... Das ist richtige Fußballantwort, ey, ist kurz mehr. Einmal sportlich. Also sportlich war es natürlich ein totaler Reinfall, beziehungsweise eine extrem harte Landung für mich. Weil wie du gesagt hast, du hast halt das, ja, die komplett andere Seite des Fußballgeschäfts kennengelernt. Aber was so Erfahrungen angeht, was ne, da halt passiert und wie du dann damit umgehst, das war halt ein absoluter Gewinn für mich, weil ich gesehen habe, okay, jetzt hast du halt wieder zwei Entscheidungen. Entweder du lässt dich davon runterdrücken oder du nimmst es halt an und versuchst dran zu wachsen. Und ich glaube, das ist halt wichtig auch für andere Sachen im Leben, dass du einfach, wenn so Rückschläge kommen und wenn so harte Rückschläge kommen vor allem, dass du dir vielleicht einfach kurz die Zeit nimmst und drüber nachdenkst und dann zu entscheiden, okay, jetzt geht's aber wieder bergauf. Weil wenn du ganz am Boden bist, was soll jetzt noch passieren? Warum bist du überhaupt damals in die Türkei gegangen? Also was war von, ich weiß nicht, wie viele Angebote du hattest aus Deutschland oder so, warum war dann für dich die attraktivste Lösung zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zwei in die Heimat meiner Eltern, aber dort habe ich ja trotzdem eigentlich nahezu niemanden erstmal, den ja. ich regelmäßig vorher in meinem Leben hatte. Es gab verschiedene Gründe. Also der erste Grund war erstmal familiär, weil ich hatte halt in der dritten Liga viele oder relativ viele Spiele gemacht und hatte halt auch eigentlich relativ gut gespielt, wenn ich gespielt habe. So. Ich wusste, mein Vertrag läuft im Sommer aus. Sprich, ich kann jetzt das halbe Jahr noch mitnehmen. Man muss dazu sagen, dass der Trainer sich kurz vor der Winterpause gewechselt hat. Unser alter Trainer, der mich halt damals geholt hat, hat seinen Job verloren aufgrund der sportlichen Situation. Schöne Phrase, aber aufgrund der sportlichen Situation, so. Dritte Liga, Jena als Aufsteiger war schwer. Ist ja genau, erstes Jahr war noch gut, zweites Jahr war es dann halt ein bisschen schwieriger. Genau, deswegen kam dann ein neuer Trainer, der dann relativ schnell mir zu verstehen gegeben hat, dass es für mich relativ schwer wird, in seinem System, in seiner Planung von Spielern und Systemen. Und so klar, in dem Moment war es halt wieder wie so ein harter Schlag, aber ich dachte mir so ganz ehrlich, der Typ ist ehrlich und sagt mir wenigstens, er plant nicht mit mir, aus welchen Gründen auch immer. Also vielleicht gefällt ihm meine Nase nicht. Kann ja sein. So, du weißt, Fußball ist am Ende des Tages auch Menschengeschäft. Und wenn du ihm halt nicht passt, deine Spielweise oder was auch immer, du passt nicht in sein System, dann ist mir das lieber, wenn einer ehrlich zu mir sagt, pass auf, du wirst bei mir weniger spielen, als wenn er sagt, du bist mein Mann, aber spielst dann halt nicht. So, das hatte ich halt auch schon ein paar Mal. Und deswegen bin ich ihm im Nachhinein halt dankbar, dass er zu mir gesagt hat, wenn du gehen kannst, geh. Hatte halt auch höherklassige Angebote in dem Sinne, aber dafür hätte mich der Verein, in dem Falle halt höhere Instanzen in dem Verein, also Geschäftsführer und so, hätte mich halt nicht ablösefrei gehen lassen. Welche Liga? Angebote? Erste und zweite Liga, auch aus der Türkei. Okay. Also es wären Erst- und Zweitligisten gewesen, aber wo ich auch deutlich mehr verdient hätte, aber die hätten halt keine Ablöse gezahlt, so, weil die gesagt haben, pass auf, du hast bis Sommer Vertrag. Nicht mal richtig bis Sommer, weil Ende Mai oder Mitte Mai endet die Liga. Ja, es war Februar und das war Mitte Januar oder so. Scheiß. Mitte, Ende Januar. Also diese 4 Monate, jetzt bei aller Liebe, werden wir keine Ablöse zahlen. Was ich auch verstanden habe, ist ja auch am Ende des Tages eine wirtschaftliche Komponente. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, was machen wir? So, sitze ich jetzt meinen Vertrag hier ab, spiele nicht und habe dann aber im Sommer den Druck mit kaum spielen dann in dem letzten halben Jahr irgendwo auf Krampf noch irgendwas zu finden. Oder du hast jetzt eine relativ gute Vita
kannst ablösefrei zu einem Drittligisten gehen, weil er, weil die, was ich halt überhaupt nicht verstehe, die wollen für den Drittligisten keine Ablöse, aber für Erste und Zweitliga, weil die der Meinung sind, die können mehr zahlen, wollen die Ablöse, wo ich mir so denke, lass mich doch einfach gehen, der Trainer hat mir zu verstehen gegeben, ich werde nicht spielen. Wozu willst du einen unzufriedenen Spieler hier haben? Auch von der Kabine, ne? Hat, aber gut, genau, das, hat ja, der Geschäftsführer in dem Sinne halt nicht verstanden. Und musste dann notgedrungen, weil halt aus Deutschland in der dritten Liga dann auch keine, und ich wollte nicht in die Regionalliga gehen, wollte ich in dem Falle nicht machen. Aber da gab es Angebote? Ich glaube schon, aber ich habe mich halt gar nicht, ich habe direkt gesagt, ich will gar nicht in die Regionalliga, weil ich habe eine zu gute Drittligasaison gespielt bis jetzt, dass ich jetzt runtergehe. Genau, dann kam halt der Verein aus Istanbul, der gesagt hat, pass auf, wir wollen aufsteigen, das ist halt auch der Plan von uns in den nächsten Jahren, hatten wirtschaftlich, waren gut aufgestellt, und ja, musste ich halt relativ schnell entscheiden, habe mit meiner Familie geredet, habe mit meiner Freundin geredet, und es war halt brutal schwer. Weil es wäre noch ein viel, viel krasserer Schritt, wie damals auch von zu Hause wegzuziehen. So, klar, du sprichst irgendwo die Sprache, du kennst irgendwo die Kultur, aber es ist ganz anders, und es werden viele bestätigen können, die selber da gespielt haben, beziehungsweise irgendwie mal einen Berührungspunkt hatten irgendwie mit den Ligen da. Wenn du da Urlaub machst, ist es komplett anders, wie wenn du da fest lebst. Also wenn du da lebst, du bist komplett auf dich allein gestellt. Du musst alles selber machen. So, klar, du kannst dich verständigen, aber die Menschen merken sofort auf Anhieb, so wie du dich präsentierst, so wie du sprichst, selbst so wie du dich anziehst, die Menschen sind da, also die merken sowas, dass du nicht von da kommst. Also gebürtig zumindest. Ja. So. Und also so komisch es auch klingt, deine eigenen Landsleute in dem Sinne versuchen dir dann ein Bein zu stellen, sozusagen. Und das habe ich halt, wie gesagt, dann in den ersten Monaten erfahren müssen, wo ich dann gekommen bin. Im Vertrag standen Sachen, dass ich sofort eine Teilüberweisung kriege, dass ich wenigstens mal Miete, Essen, ne, Geld für so eine Sache habe, einfach fürs normale Leben. Was dann auch erstmal, keine Ahnung, anderthalb, zwei Monate gedauert hat. Sozusagen auf eigene Tasche musste ich leben. Ja, das war halt direkt so das erste Learning, was ich hatte. Oh, okay, ist das wirklich so, wie alle erzählen? Was eben das Klischee gibt, ne? Ja, türkische Fußballvereine bezahlen locken mit pünktlich, hohem Gehalt, ja, aber bezahlen das sehr sporadisch. Genau. Ja, das war halt so das erste Learning für mich, wo ich gesagt habe, okay. Da kam aber so dann das erste Geld, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich erstmal ein paar Monate gut auskommen. Dann so in diesen ersten drei, vier Monaten, als dann die Saison geendet ist, relativ wenig gespielt. Aber es war halt auch so, dass wir nicht ganz oben, aber ich glaube, wir waren Zweiter oder Dritter und haben dann viele Spiele auch gewonnen. Und darum halt auch ein bisschen weniger gespielt. Du hattest schon Spieler, die, also ich muss sagen, die Häufigkeit von Namen, die im Fußball was erreicht haben, die war, glaube ich, in dem Jahr die höchste, die ich je hatte. Also da habe ich wirklich mit Spielern zusammengespielt, die schon mehrmals Meister geworden sind in der Türkei, die schon für Nationalmannschaften gespielt haben, also A-Nationalmannschaften, die... Es sind auch heute Leute dabei, die Serie A gespielt haben, Liverpool, natürlich. Champions League und so weiter. Jetzt ist natürlich nochmal was anderes. Das ist jetzt Super League, ne? Das ist jetzt die höchste Liga. Aber wir waren damals in der dritten Liga. Ja. So, du hattest Nationalspieler von damals, krass, so, die bei Galla jahrelang gespielt haben und so. Und es war halt, oh, okay, jetzt ist nochmal was komplett anderes. Aber von der Qualität, hast du dich da gesehen? Ja. Also ich konnte da definitiv mithalten, und ich hätte da auch, wenn es ein bisschen schlechter gelaufen wäre mit dem Verein und alles, hätte ich da wahrscheinlich mehr Minuten gespielt in dem ersten halben Jahr. Aber für mich war das erste halbe Jahr ein sehr, sehr gutes Learning, weil ich so dann gemerkt habe, okay, Türke zu sein und als Türke, der aber in Deutschland aufgewachsen ist, in der Türkei zu leben, ist nochmal was komplett anderes. So. Und
deswegen so dieses erste Halbjahr war ein brutales Learning für mich, so wie so das Trainingsniveau ist, dass viele sich extremst rausnehmen im Training, also gefühlt gar nicht trainieren und dann nur noch spielen. Was auch für Sachen passieren im Training Zum Beispiel. von erfahrenen Spielern. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so erzählen darf oder soll, aber ich habe da wirklich Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, okay, bin ich hier noch beim Fußball oder bin ich hier in einer komplett anderen Sportart, wo wir dann halt mal so, ich glaube, ein, zwei Spiele in Folge nicht gewonnen haben. So, ne? Unser Kapitän damals war ehemaliger Spieler, also Nationalspieler in Schweden, sprich hat auch mit so Spielern wie Zlatan und so zusammengespielt. Boah. Ist Meister geworden, glaube ich, zu. Nee, er ist tatsächlich kein Meister geworden, deswegen kam es auch später noch zur Diskussion. Aber hat halt übertrieben viele Erstligaspiele gemacht, hat auch bei Beşiktaş gespielt und drum und dran. Also hat schon auch gut verdient und ist auch sehr von sich überzeugt gewesen, aber war halt qualitativ auch ein sehr, sehr guter Starker Spieler. Kicker, ja. So. Aber hat halt seine Emotionen überhaupt nicht im Griff gehabt. So. Und dann hatten wir so eine Diskussion, ja, was müssen wir besser machen, auf und neben dem Platz. Und unser Kapitän hat dann angefangen zu erzählen, hat dann gesagt sowas wie, Leute, es gibt eine Lösung für unser Problem. Also das hat er tot ernst gesagt. Spielt mich einfach an und wir werden die Spiele gewinnen. Und Dicker, er hat keine Miene verzogen dabei. Also, und du musst dir vorstellen, also wenn ich so erzähle, ja, dann würde ich irgendwann anfangen zu schmunzeln. Aber er hat das so was von Ernst gesagt, dass wir waren alle Schock und irgendwann hat dann ein Spieler, der hat halt auch, wie gesagt, der eine, der Meister geworden ist, hat auch schon Champions League und alles gespielt bei Gala, meinte dann irgendwann, ganz ehrlich, so, du quatschst hier so, als ob du der größte Macker bist, hast aber noch nichts erreicht und dann überleg mal, das sagt er zum Spieler, der schwedische Nationalmannschaft gespielt hat. Weißt du überhaupt, du willst hier Meister werden, du bist selber noch nicht mal Meister geworden in deinem Leben und so. Und dann sind die sowas von aufeinander los in der Kabine, die mussten natürlich noch auseinandergehalten werden und so. Also so eine Geschichten oder wieder unser Kapitän, ich weiß nicht, Beleidigung, sagen wir nicht so. Was für eine? Also ich kann dir ja mal erzählen, dann kannst du es vielleicht Ja, mal. genau. Erzähl mal, mal gucken, ob es piepen muss oder nicht. Also wir hatten eine Trainingseinheit. Kennt man ganz klassisch einen Tag vorm oder 2 Tage vom richtigen Spiel, A gegen B11, ne? 11 gegen 11. Ne? A11 muss ich ein bisschen einspielen und normalerweise, wie es dann halt immer so ist, ist die B11 besser, kein Druck. Ne? Genau. Trainer guckt nur auf die A11, BF kann ein bisschen, ne, spielen, wie sie will. Dazu kommt noch unser Kapitän, der natürlich, wenn es schlecht läuft, dann auch nochmal ein bisschen, ne, extra Druck gibt. Hatten wir halt so eine Phase, ich glaube, da waren wir. Also als B-Mann, ich war dann in der B-Mannschaft, waren wir 2-0 vorne und haben dann wirklich eine Zeit gehabt, wo wir richtig gut den Ball haben laufen lassen. Die sind gar nicht mal an den Ball gekommen. Und man hat schon bei unserem Kapitän gemerkt, oh, okay, es ist Stimmung wird schlechter. irgendwas passiert gleich. Stimmung wird schlechter. Irgendwas passiert gleich. Und dann hatten die kurz mal so den Ball und da hat er hat rechts außen gespielt. Und da hat unser Rechtsverteidiger so den Ball gewonnen und hat ihn einfach nur angespielt, ja? Und er war kurz so vor der Seitenauslinie, hatte gar keinen Druck, gar nichts. Dreht sich einfach mit dem Ball so Richtung Auslinie, schießt den Ball ins Aus, ne? Einfach mitten im Training. Schießt den Ball ins Aus, dreht sich zu seinen Mitspielern, also zur A11, und schreit so: ist das euer Ernst, was ihr macht? Wenn ihr euch so präsentiert am Wochenende, dann brauchen wir gar nicht auflaufen. Hinterfragt euch alle mal, was ihr hier macht und so. Ich habe doch gesagt, ihr müsst einfach nur mich anspielen. Also es ist todernst, aber dann dreht er sich zum, pass auf, wird noch schlimmer. Dann dreht er sich zum Trainer, ne, zum Trainer und sagt, was bist du eigentlich für ein Hampelmann? Was stellst du hier für eine Mannschaft auf? Ich ficke so ein Training, was du machst, ne? Original 1:1 seine Worte Das bleibt drin, ist mir und der scheißegal. Trainer steht einfach so wie so ein Schuljunge da, guckt auf den Boden. Der Kapitän, ne, Ball rausgeschossen, hat das alles gemacht, geht einfach in die Kabine. Also ich habe keinen Bock mehr und so labert da immer noch so vor sich hin. Der Trainer so wartet kurz so 10 Sekunden und sagt dann einfach so, okay, Männer, Training vorbei. Also musst du dir Training vorstellen, vorbei. so läuft es dann halt. So kann es So dann kann es halt halt auch auch. laufen, Ja, ja. genau. Und das ist Und dann das ist halt, krass, ey. wie gesagt, also sportlich war es ein Reinfall, aber ich habe so viel dazu gelernt in diesen, ja, was waren das, 1, 1,5 Jahren.
dass ich sage so, das hilft dir auch so bei anderen Sachen einfach. Du bist dann einfach, du hast so eine Du hast Situation das schon, durchgestanden du und hast bist du das jetzt ein durchgelebt, wo du Bro. dir so denkst, wenn dir irgendeiner was erzählen will, Junge, was quatschst du da vor dich hin so, ne? Also jetzt ohne arrogant zu klingen, aber diese Erfahrung, die bringt dich einfach sehr viel weiter so. Und das war halt echt, echt krass. Und dann bist du ja wieder hierher Genau. und jetzt sitzen wir hier. Hast du eine Uhrzeit für mich, mein Lieber? Ja. Einfach, dass ich mal ein Gefühl habe. 17:10 Uhr. Das ist ja crazy. Dann Boah. noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Ja. Dann sind wir fast bei 2 Stunden. Das ist dann die längste Podcast-Folge ever hier. Aber Da kannst du ein bisschen absolut, zusammenschneiden, wenn du ach, hier wird willst. nichts zusammengeschnitten. Erstmal danke dir. Das letzte Wort gehört immer dem Gast. Und alles verlinkt von dir unten drunter. Du kannst deine Freundin grüßen, deine Eltern grüßen, du kannst sagen, was du möchtest, ganz am Ende, um dich zu verabschieden. Davor vielleicht so 2, 3 Sätze auf meine letzte Frage und dann nehme ich mich komplett raus. Ja. Mit dem Wissen, über was wir gerade gesprochen haben, über deine Zeit in der Türkei, mit dem Wissen davor, Jena, Aufstiegsheld und so weiter und so fort. Ist Berufsfußballer für dich ein Traumberuf oder nicht? Und deine letzten Worte, danke dir. Also erstmal bedanke ich mich natürlich bei dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nach Berlin zu kommen und mit mir diese Podcast-Folge aufzunehmen. Zu deiner Frage, ist Fußball ein Traumberuf oder nicht? Würde ich sagen, ja. Fußball ist ein Traumberuf für Menschen, die mental dafür bereit sind. Also ich glaube, dass Menschen, die mental durch so eine Hochs und Tiefs gehen können, für die Fußball einfach ein Traumberuf sein kann, weil du mit Fußball einfach, weil diese Momente, diese negativen Momente, die natürlich in jedem Beruf oder in jedem Berufszweig, den du ausübst, zweifelsohne passieren können. Klar, vielleicht ist es in so einer sportlichen, in so einem sportlichen Bereich vielleicht noch mal ein bisschen mehr, überwiegt einfach diese Freude, dieses Glück an diese Erinnerungen, wie zum Beispiel dieses Tor gegen Italien, dieses Tor gegen Köln, dieser Aufstieg vor den eigenen Fans, meine ersten Drittligaspiele, gute Spiele in der Liga, Siegesfeiern. So, diese Momente überwiegen einfach. Wenn mich jetzt zum Beispiel auf Anhieb einer fragen würde, was ist das Schlimmste, was dir im Fußballgeschäft passiert ist, müsste ich erstmal nachdenken. Weil als Mensch ist es einfach so, du verdrängst die negativen Sachen. Aber wenn mich jetzt zum Beispiel einer fragt, was ist das Schönste, was dir im Fußball jemals, würde ich wie aus der Pistole geschossen sagen können, zum Beispiel dieser Aufstieg oder was auch immer. Es ist ja auch egal, was es ist. Aber ich könnte dir sofort sagen, okay, das ist es. Und ich glaube, deswegen würde ich sagen, differenziert, Fußball ist auf jeden Fall ein Traumberuf. Aber du musst auf jeden Fall dafür gemacht sein. Ich glaube, das ist nochmal wichtig dafür, da hinzuzufügen, auf jeden Fall, ja.